Leute, ich versuche mal noch ein bisschen Klarheit in das Thema Ägypten reinzubringen, speziell zu den Statuen, die wir da gezeigt hatten in den letzten Videos. Schaut euch mal hier die Mumien ganz gut an, ganz genau an. Wenn man die jetzt mit Mörtel überziehen würde, sie geben ja jetzt schon ein gutes Bild ab, wie eine Statue halt. Wenn man die jetzt mit Mörtel einfach überzieht und die dann in der Ecke stellt, hat man auch eine Statue. Die sind ziemlich stabil, gut konserviert. Oben ist die Totenmaske von dem. Jetzt hat man sie hier im Vordergrund. Da sind die Augen aufgemalt. Schaut mal hinten die Füße an. Wie bei diesen Statuen, die da oft an den Tempeln stehen. Es wird ja auch immer wieder gefragt, wo sind denn die ganzen Leichen von den Riesen, die da gelebt haben? Und wo sind denn die alle? Die müssen ja zu finden sein. Ja, was, wenn die sich einfach haben konserviert? Hier ist auch noch so eine Mumie, die gefunden wurde. Hier ist das Nasenloch auch sehr interessant. Denn genau dasselbe Nasenloch findet man hier in diesem Bild jetzt wieder. Wer sich da genauer noch dafür interessiert, da gibt es das Video von uns, die Sphinx-Analyse kompakt. Da kann der schauen. Hier sieht man das Loch auch nochmal ganz deutlich. Was wäre, wenn die ihre Körper einfach der Reihe nach, so wie sie gestorben sind, einfach mit Mumifizierung konserviert, mit Betonmischung oder mit einem Mörtel überzogen. Hier ist auch wieder so eine Mumienmaske. Ja. Und hier einfach nochmal Putz drüber gezogen und schon hat man eine Statue. Genau wie sie jetzt hier im Bild da ist. Man sieht auch hier, der Arm ist abgebrochen. Und bei dieser Statue fiel mir es besonders auf. Die kommt dann später nochmal. Da sieht man halt die Zähne wieder blitzen, genau wie bei der Sphinx. Auch hier die Kniescheiben. Man sieht diesen Knochen dadurch und die Sehne. Das macht man ja nicht, wenn man eine Statue anfertigt. Bei dieser hier am Kopf, oben kommt das Rot zum Vorschein. Ja, auch wieder, es ist hohl hinter dieser Fassade. Im Grunde braucht man sich gar nicht fragen, wo sind die ganzen Körper hin? Ja, die Körper sind da. Bei der bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber diese Kniescheiben wieder und diese Sehnenstränge an den Oberschenkeln und Unterschenkeln, das fällt halt auf. Gerade zu dieser Kniescheibe, die da jetzt oben hier zum Vorschein kommt, habt ihr hier mal ein Bild dazu. Sieht man es besser, wie ich das meine. Und auch hier diesen Unterschenkelmuskel und diesen Knochen. Als hätten sie die Mumien da so hingestellt. Das sind im Grunde ja Sarkophage, die da stehen. Das sind im Grunde die Sarkophage. Bei der muss es wieder nicht sein, da sind die Beine ja wieder getrennt. Aber es fällt halt wieder auf, diese Kniescheiben und diese Knochen. Hier nochmal deutlicher. Und hier nochmal zum Vergleich. Ja. Die ganze Idee beruht ja im Grunde auf Roger. Der hat das entdeckt an dieser Statue hier.
Der hat hier die Rippen entdeckt. Die sieht man sehr gut oben, die Rippen. 1, 2, 3, 4, 5 Rippen kann man sehen. 6 Rippen sogar. Und unten mit diesen Körnungen, das war die Lunge. Und dann habe ich halt Statuen untersucht und habe mir Bilder geschnappt, die ich so zur Verfügung hatte. Und sehe hier bei dieser Statue wieder die Zähne. Das haben wir gleich etwas deutlicher. Hier bei der sind mir die Zähne halt wieder aufgefallen. Diese Füße, das ist auch, als kommt die ursprüngliche Form wieder zum Vorschein, wenn die obere Schicht abplatzt. Die Bilder habe ich noch entdeckt vor ein paar Tagen. Das ist ein schöner Vergleich, dass die Riesen gelebt haben. Sicherlich wie Götter geherrscht. Sieht so auf diesem Bild so aus. Auch das ist sehr eindrucksvoll. Warum sollen die sowas abbilden, wenn es nicht der Realität entspricht? Ja. Und hier wieder diese Sarkophage. Was ist, wenn die einfach ihre Körper in diese Sarkophage da gesteckt haben und sich an die Tempel gestellt? Das Nasenloch von dieser Königin hier. Und so kann man sich hunderte Bilder vornehmen von Ägypten und überall sieht man, wenn die Putzschicht abblättert, hier auch wie eine Mumie, wie gebunden, wie gewickelt, sieht man halt die Sachen wieder zum Vorschein kommen. Ich meine, ich kann das nicht hundertprozentig sagen. Ja, ihr könnt ja selbst mal schauen und mal gucken, was ihr davon haltet. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Fossi. Ciao, ciao.